So, Montag angekommen, Hotelhopping-Tour, zweites Hotel, Lissabon, nicht weit weg vom Flughafen. Das spielt noch eine Rolle. Jetzt erstmal gucken, was uns erwartet. Man weiß schon, was einen ungefähr in einem Holiday Express erwartet. Das allerdings war neu. Es war genügend Platz da, aber es gab nichts zu schreiben. Kein Schreibtisch, auch nicht angedeutet. Wir hatten einen hohen Sessel mit einem tiefen Mini-Nierentisch davor. Das heißt, Arbeit war nicht zu erledigen. Hier das Übliche halt, Fernseher, die Kaffeeküche. Okay, wir blicken also nach hinten raus. Also, dass der Schreibtisch fehlte, war weniger schön. Hier das Übliche. Oh, da ist jemand kaputt von der Autofahrt. Das Bügelbrett, Bügeleisen etc. Und das Badezimmer sah einigermaßen okay, auch neu aus. War an der Sauberkeit eigentlich auch nichts zu meckern. Die Fahrt war ein bisschen anstrengend. Also im Hotel gab es nichts mehr. Ich habe nicht mal diese Automaten gefunden, wo man was ziehen kann. Wir waren auch zu fettig, um noch rauszugehen, etwas zu essen. Also schliefen wir ein bisschen hungrig ein und freuten uns auf das Frühstück morgen. Wir wohnen also nach hinten raus. Kennt ihr das, wenn in so einem Häuserkarree nur eine einzige Partei, sagen wir mal bei offenem Fenster, sehr laute Musik hört, haben alle was davon, weil sich der Schall irgendwie verdoppelt oder verdreifacht. Und wir konnten quasi im Minutentakt feststellen, dass bei blauem Himmel die Flugzeuge so dicht mit ausgefahrenen Rädern im Landeanflug über uns hinweg donnerten, dass an offenes Fenster überhaupt nicht zu denken war. Wir hätten schon beim Kaffee nach der Ankunft skeptisch werden können, denn das war noch nicht alles. Also auch noch eine Baustelle nebenan und dieses Geräusch, Hammer auf Metall, da fliegen einem ja die Ohren ab. Hier nochmal von der gegenüberliegenden Seite ist natürlich klar, dass da keiner draußen sitzen will, außer uns. Denn kein Fenster öffnen ist blöd und nicht draußen sitzen ist auch blöd. Ja, nochmal zum Hotel zurück. Es wäre alles okay gewesen, wenn es nicht um diese Lautstärke ging, kein Fenster öffnen. Dies hier ist die Empfangslounge. Das Frühstück war auch okay. Aber wie gesagt, alles überschattet. Tag 2, kurz vor dem Auschecken. Leider habe ich es ja gestern nicht geschafft, die einfliegenden Flugzeuge aufzunehmen. Heute ist es bewölkt, es geht andersrum. Heute starten sie über uns und verschwinden gleich in den Wolken, aber vielleicht kann ich noch ein bisschen was von dem Lärm einfangen oder auch mal die ein oder andere Maschine. Ja, kann ich. Das erste hier oben rechts in den Wolken fast. Direkt über dieses Häusermeer fliegen und sich die Geräusche natürlich verdreifachen und vervierfachen.
Man muss hier auch bedenken, dass der Flughafen Portugal zwischen 6 und 24 Uhr an die 40 Flugbewegungen in der Stunde hat. Dieses wäre sicherlich nicht mein Wunschviertel, käme ich noch einmal zurück. Das Hotel kann nichts dafür, aber die Ausstattung und die Kombination Baulärm und Fluglärm machen für mich das Preis-Leistungs-Verhältnis doch ziemlich unattraktiv. Wie halten die Anwohner das aus? Nicht lachen, so fühlten wir uns am ersten Tag und am zweiten Tag so. Und jetzt freuen wir uns drauf, endlich was von der Stadt zu sehen.